Weiter geht es hier mit Roller Empire 2. Wunderschönen guten Abend an alle Live-Zuschauer. Auf YouTube sind die einen oder anderen unterwegs und wir haben die Strecke immer noch nicht fertig. Aber mittlerweile einfach ein bisschen weiterlaufen lassen auf anderer Strecke, Geld kommt zusammen. Wenn das im Real Life so einfach wäre, ne? Einfach mal eine Weile nichts tun, Daumen drehen, nichts bauen, nichts tun, nichts arbeiten, nicht denken, keine Sorgen machen. Sich einfach zurücklehnen, Zeit läuft weiter und am Ende hat man mehr Geld als vorher. Klappt auch manchmal im Real Life, aber dafür muss man dann schon Kapitalist sein. Großkapitalist. Wenn man viel Geld hat, dann klappt das. Wenn man wenig Geld hat, muss man leider arbeiten. Hat man sehr viel Geld, lässt man dann irgendwann das Geld arbeiten, wie es so schön heißt. Weil ich mir persönlich noch niemals einen Geldschein oder einen Kontostand begegnet ist mit dem Arbeitsschweiß auf der Stirn oder mit einem kaputten Rücken oder mit einem Rentenanspruch oder was auch immer. So, wir gehen ja wieder raus. Und das sollte jetzt vom Geld lange reichen. Wir hatten eben einen Fehler. Hatte ich gemacht. Und zwar hatten wir den Bergbullen. Diese Sonderbahn, die wir hier gebaut haben, die hat kein Wartungsgebäude angeschlossen gehabt. Ich habe in Nies schnell eins gebaut, aber hier ist ein Zug, der wahrscheinlich die ganze Zeit im Schneckentempo sich hochschleicht. Oh, er läuft wieder. Ach, das ist gut. Er funktioniert wieder. Nee, er läuft auf leer. Wisst ihr was denn? Wir gucken mal, ob er es bis zum Bahnhof schafft. Oh, jetzt ist wieder diese doofe Ansicht hier. Gucken wir, ob er es schafft. Oh Gott. Sehr gespenstisch. Wunderschöne Kameraperspektive. Unterirdisch durch den Tunnel, man blinkt uns entgegen. WB kümmert sich nicht um mich, ich arme Lok. Aber trotzdem ohne Betriebsmittel und über 100 km/h. Fast so leistungsstark wie unsere Chatmoderatoren, die bekanntlich auch nicht von mir gewartet und verpflegt und versorgt werden. Und trotzdem, und jetzt kann der sich hier reparieren. Jetzt wird gleich sehr lange gewartet hier. Hier wirklich gebaut? Ja, da ist das Wartungsdepot. Wartungsgrenze 70% auf alle übertragen. Jetzt wird er gewartet. Wunderbar. So, und jetzt können wir mit beinahe 1 Million auf dem Konto hier noch die ein oder andere Reparaturmaßnahme durchführen. Das war vor der rund um die Brücke gab es ein Problem, weil die Expressgeschichte, die fuhr hier rechts in die Brücke rein. Das ist okay. Und auf der anderen Seite hatte ich verkehrt rum weitergebaut. Nee, das war auch okay. Hier war das Problem, glaube ich, hinter der Brücke, ne? Hier passt es auch. Hier war der Fehler. Weil eigentlich... Weil das hier muss in beide Richtungen befahrbar sein. Hier ist der Fehler. Das hier nach oben, das nach unten. Hier gemeinsam auf die Brücke drauf. Nein. Ach, jetzt sehe ich das erst. Das muss nach rechts rüber. Weil das hier ist die Passagiergeschichte. Das hier ist die Frachtgeschichte. Einmal rauf, einmal runter. Einmal beide Richtungen. Jetzt müssen wir hier die Aufteilung auch wieder ändern. Hier geht's rein. Klappt das?
Nicht wirklich. Kleines Stückchen noch nach unten abreißen. Punkt dazwischen ziehen. Das haut hin. Klappt das parallel? Sollte eigentlich funktionieren. Derzeit nicht, weil zu eng. Jetzt bin ich ehrgeizig. Das soll auch wirklich eine lange Parallelgeschichte werden. So etwa. Neuer Versuch. Ja, es geht. Und jetzt haben wir's. Einmal rauf. Einmal runter. Jetzt passt es. Ankunft hier, das müssen wir hier wieder schieben. Das heißt, das geht rauf, das geht runter. Das ist Fracht in beide Richtungen. Und jetzt sind wir fast fertig. Wir müssen nur in Bukarest noch eine Kleinigkeit justieren und dann haben wir's. Panther, alles gut. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du sicher richtig gemacht. Und jetzt ist hier die Endstation für die Expressgeschichte. Und das hier jetzt das Gleis für Fracht. Und jetzt haben wir es endgültig. Einmal rauf, einmal runter. Das stimmt nicht. Das ist normal. Ja. Ist mal bitte mit beobachten. Einmal die Strecke komplett lang, ob es jetzt überall stimmt. Rechts ist Post und Passagiere und auch die Luxuswaren. Die Luxusgüter. Ich sage immer Luxuswaren. Die Passagiere sind für mich letztlich auch nur Waren. Könnte man sagen, wäre man mir böse gesonnen, könnte sagen, WB hat ein Verhältnis zu Menschen wie zu Gegenständen. Ob man ein pochendes, schlagendes Herz und eine Seele hatte oder nicht, interessiert WB keine Bohne. Er sieht in anderen Menschen nur eine Ressource, die er nutzbar machen kann. Das stimmt nicht. Es sei denn, ich spiele Railway Empire 2 oder andere Railroad Tycoon Spiele oder wie auch immer, weil da seid ihr letztlich liebe Menschen, die bei mir mitfahren, letztlich auch Dinge, die man von A nach B bringen muss. Ist einer von euch darüber persönlich jetzt irgendwie verletzt, dass ich euch bezeichne als ein Ding, das ich von A nach B bringen muss, oder ist das für euch okay? Wer hat die Meinung, WB wird gerade unverschämt und wer sagt, WB redet eigentlich wie immer? Wobei ich gerade merke, dass das nicht unbedingt ein Gegensatz sein muss, ne? Alles okay, nur WB kennt man so. Ihr seid genauso. Schande, so schlechte Menschen. Peinlich. Einmal alles langfahren. Die ersten äußern sie ihre persönlichen Verletztheitsgefühle hier. Das klappt ebenfalls. Oh oh. Hier ist ein ganz kleines Stückchen falsch. Das ist alles richtig. Menschen kann man sogar auf einem Bahnsteig enger stapeln als Container, arbeitet Neuran. Du arbeitest privat bei der Bahn vermutlich, ne? Ganz liebe Grüße an den Bahnvorstand, sie sollen dein Gehalt erhöhen. In Sachen Effizienz bist du anscheinend ein echter Experte. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles richtig. Ich glaube, es klappt hier. 777 Zuschauer im Chat. Ganz schnell, Schnapszahl. Wer eine WB-Tasse hat, hochhalten. Chat-Moderatoren teilen gratis einen WB-Schnaps aus an jeden, der eine WB-Tasse im Chat hochhält. Ganz schnell.
777 Zuschauer. Ganz schnell. Die Tasten fliegen, die Chatmods greifen zu ihren 271 aus. Das war's. Sofern sind Leute verschwunden, als es gratis Alkohol gab. Aus, das war's. Antialkoholiker sind gerade in Massen. 7 Antialkoholiker sind gerade gegangen. Wobei ich persönlich gestehen muss, das letzte Mal, dass ich einen Schnaps getrunken habe, das muss schon Ewigkeiten zurücklegen. Ich trinke so gut wie nie Alkohol. Als junger Mann war das anders, aber mittlerweile ist es so. So, Leute, die Tassen gibt's zu kaufen. In den Chat reinschreibst, Ausrufezeichen Tasse. Im Twitch-Chat, auf YouTube steht's ja drunter. Es gibt 2 WB-Tassen sogar. Es gibt einen so einen WB und einen anderen WB. So, und jetzt starten wir unsere. Jetzt speichern wir einmal ab mit F. Alt und F4. War nee, F8 war es, ne? Es hat geklappt. Gott sei Dank. Jetzt starten wir unseren ersten richtigen Zug. Dass ich das nur erleben durfte. Einmal Express. 2 Loks. Abfahrt war Gleis Nummer 3, ne? Oder? Jetzt kann es auch ein anderes sein. Jetzt ist es Abfahrt Gleis 2. Immer von rechts ausgezählt, vom Bahnhofsgebäude aus geguckt. Nach Russe, nach Pleven, nach Krajowa, nach Nies und die Strecke zurück. Und den Startbahnhof, den findet man automatisch. Und? Klappt es jetzt? Ja, das ist okay. Es klappt. Ich habe ausnahmsweise mal nichts verkackt und vergeigt und mies gemacht. Es funktioniert. 800 Leute, und wir haben so viel Geld, wir könnten Geld sogar zurückzahlen gleich. Schulden zurückzahlen? Nee, komm. Ich will meiner Politik treu bleiben, meiner Finanzpolitik. Und alles Geld, was ich einmal bekomme, wenn mir jemand Geld leiht, niemand darf erwarten, wenn man einem WB Geld leiht, dass man es auch zurückbekommt. Also das ist bei der Gelegenheit. Es gibt eine kleine Anleihe unter den Zuschauern auf Twitch. Eine Bahnanleihe. Bitte mal Chatmods den Link posten auf das Bull-Anleihen. Hohe Rendite für den Kreditnehmer. Gibt es gerne. Leute, es funktioniert. Schaut mal hier. Und wie viel nehmen wir mit? Voller Zug. Wisst ihr, was wir kaufen? Wir packen noch eine Lok drauf. Ach nee, das ist, glaube ich, eventuell gar nicht nötig, ne? Moment, nochmal gucken. Doch, man muss einmal in Zuglehne bearbeiten. Ein Zug dazu, einmal abfahren. Und jetzt mal in der Gegenrichtung noch, damit wir richtig was zu tun haben. Noch eine Frachtlok. Über die gleiche Strecke, ein Gleis links davon. Einmal Frachtlok. Ein Zug setzen wir ein, weil wir haben noch keine Ausweichgleise und so weiter gebaut. Und jetzt fahren wir ab auf dem dritten Gleis, von rechts ausgezählt. Hierhin. Und oben wieder hin. Und einmal Abfahrt. Ja, Wien klappt heute nicht. Weil ich glaube, ich habe mich halt ablenken lassen von dieser schönen Gelegenheit hier.
das funktioniert. Wir wollten mal mit dem Zug hier hinten mitfahren, ne? Und wir können noch einen Luxus. Sollen wir noch einen Zug für Luxuspassagiere einsetzen? Auch noch? Einmal Luxuspassagiere? Wobei ich gar nicht weiß, wie viele es hier gibt. Sollen wir das machen? Komm, wir machen das. Ein Luxuspassagierzug. Luxuszuglinie. Express-Lok. Und da packen wir einen Speisewagen rein. Damit die Leute noch mehr latzen. Wir starten hier auf Gleis 2 wieder. Einer reicht. Dann geht es hier vorne hin. Der darf auf dem Gleis fahren, wo auch die anderen Expresszüge fahren. Leider haben wir keine Verbindung von den Luxuspassagieren nach oben hin. Das haben wir nicht eingestellt. Deshalb weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Wir müssen das jetzt mal beobachten. Mal schauen, ob jetzt Leute mitfahren. Liebe Leute, wenn ihr ein WB-Ticket habt, dürft ihr mitfahren bei den Luxus. Jede Menge? 24 Luxuspassagiere in einem Speisewagen. Sehr cool. Es funktioniert. Dank, ja. Liebe Grüße an Matze. Chatmod-Alarm, Matze-Alarm im Chat. Es klappt. Wir nehmen wieder etwas Geld ein. Die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um wenige Minuten. Wir wollen live gleich noch eine Preview machen, eine Demo. Ich hatte gesagt, zu so viertel vor, das verschieben wir auf 10 vor 11. Über den Daumen geht es los hier. Ja? Was die Verbesserungen zum ersten Teil sind, fragte Batzenkommandant. Eine andere Karte? Eine Karte nur, aber eine riesengroße, diese Balkankarte, die technisch etwa knapp so groß ist, fast so groß ist wie die gesamte Europakarte. Dann das Feature, das wir gerade hier zeigen, nämlich man kann zusätzlich zu Postpassagiere, also zu Expressgütern und zu den normalen Frachtgütern, jetzt eine dritte Sache machen. Man kann Luxuszüge einrichten, die Luxuspassagiere hin und her bringen. Das ist so eine Sache, so ab dem Midgame etwa sind die im Tech Tree freischaltbar und die lohnen sich vor allem auf Karten, wo man halt viele Bahnhöfe schon miteinander verbunden hat und ist eine extra Geldquelle. Da sind hier auf der Balkangeschichte natürlich auch neue Güter, neue Waren da, türkischer Honig und viele andere Dinge mehr, Teppiche und was weiß ich alles. Und dann gibt es auf dieser Karte ja das freie Spiel, was wir gerade ja machen, Sandkastenmodus auch und auch noch ein Szenario. Ein geskriptetes Szenario auf der Karte auch noch und so ein paar Kleinigkeiten noch. Ich weise gerne nochmal darauf hin, wir haben einen Kundigutscheincode bei GamesPlanet. Rund ums Release funktioniert jetzt schon. Link bitte gerade gepostet, vielen Dank. Bekommt ihr das ein bisschen billiger über meinen Shop-Link zu GamesPlanet, über meinen personalisierten Rabattcode. Der steht auf YouTube hier drunter in der Textbeschreibung. Auf Twitch wird er jetzt gepostet. Ich verdiene dabei mit. Auf Kosten von GamesPlanet und ihr bekommt das Ganze ein bisschen billiger und unterstützt mittelbar auch nur ein bisschen das Programm hier. Ja. Die Aktionen ignorieren wir. In der Basisversion kann man Nordamerika spielen, ja. Ich würde einmal über den Fluss rüber. Wisst ihr was? Wir gucken mal, ob wir eine schöne Fahrt noch hinbekommen durch die Berge hier. Mit dem hier. Der ist randvoll.
Der hat 106 km/h. Sag mal, ist der langsamer als der Luxuszug? Hundertsechzehn. Der fährt gleich auf den auf. Krass. Er fährt in die Berge rein, Leute. Wir fahren jetzt in die Berge ein Stückchen rein. Ja, und natürlich, Batzenkommandant, ein großer Unterschied ist auch die Grafik ist. Da hat nur mal einen Sprung nach oben gemacht. Das sieht man jetzt so nicht so ganz gut, aber es ist wirklich so. Also es ist, die haben vieles verändert. Landschaft ist detaillierter und so weiter. Ankunft in Craiova. Eine Fahrt durchs Tal hier nochmal. Und das ist der Endbahnhof. Ich vermute, das wird Nisch ausgesprochen, aber ich weiß es nicht. Ob es eine komplette Europakarte gibt? Ja, also es gibt Nordamerika, eine Achso. Railway Empire 2, ja. Ach so, ich habe gerade über den Balkan, diesen DLC geredet. Über Journey to the East, da gibt es die Balkan, diese eine riesige Balkankarte. Und im Grundspiel gibt es eine extrem große Nordamerika-Karte. Die Karten sind viel größer geworden als bei Railway Empire 1. Also der Maßstab ist ein ganz anderer und ein viel epischerer. Das ist, finde ich persönlich, der Hauptunterschied sogar. Dass man das Gefühl hat, jetzt wirklich nicht Modelleisenbahn zu spielen, sondern in einer richtigen, riesigen Welt unterwegs zu sein. Nordamerika hat eine riesige Karte und Talkarten, Europa Riesenkarte und Talkarten und durch den DLC diese Balkankarte hier. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Grundspiel beim Erscheinen vom DLC zeitweise ein bisschen billiger gibt. Das ist oft so der Fall. Wahrscheinlich auch bei Games Planet, aber das ist jetzt keine Ankündigung. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist nur in der Regel ist es so. Auch auf YouTube hier drunter gibt es auch einen Link zum Grundspiel. Citros, vielen Dank fürs erste Abo. Tweax, vielen Dank fürs zweite. Ach, bei dir habe ich mich schon bedankt, ne? Danke an Citros. Willkommen bei uns. Endstation. Endstation Nisch. Und das ist diese riesige Strecke, die durchs Gebirge hindurchführt.